So, es geht so weiter. Man kann als Scavenger oder sonst irgendeine Kreatur kann man nicht speichern. So, den Ohren kann man umkaut. Aber wir haben nichts verpasst. Und wir sind ja auf dem Weg zur Ruine. Da oben scheint ja ganz viel abzugehen. Hammer fertig gemacht. So, da haben wir den Orkschaman. Urschak. Dank Schulden, Fremder. Böse Orks töten wollen mich. Alte Brüder seien heute Feinde. Wer bist du? Name Urschak. Sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Urschak gewesen, Sklave bei Menschen in Mine. Sein gelaufen weg, seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urschak gefallen in Ungnade. Haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sei ein böser Dämon. Was heißt Krushak? Menschen sagen, schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen, Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? 5 Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist, wie Urschak. 5 Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. 5 Brüder von damals haben gebaut Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben mit unter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfluchen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig. Sein beides. Krushak haben Herz von Brüder. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verfluchen alle. Auch die gewesen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten Krushak. Krushak bekommen Opfer, damit nicht werden böse. Urschak-Opfer finden falsch.
haben gesagt, Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen, Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dorthin bringen? Urshak sagen Dank zu Fremder. Fremde retten Urshak. Aber Eingang von Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen dich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremder nicht gehen. Viele Krieger. Fremder sterben. Andere Söhne von Geist in Heimat machen Fremde Feuer. Dann Fremder sterben. Okay, okay, aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak kennen Weg. Fremde tragen Ulumulu. Ulumulu? Was ist ein Ulumulu? Seien Standarte der Freundschaft. Brüder respektieren Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulumulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulumulu. Fremde tragen Ulumulu, dann Fremde nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden, aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak seien in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Warst du in der alten Mine gefangen? Urshak nicht verstehen. Warst du in der verlassenen Mine gefangen? Urshak nicht kennen Wort. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine unter Dorf in Kessel. Urshak glauben, Menschen nennen so. Danke für deine Hilfe. Urshak danken, Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwaran. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. So. Was ist denn das für Gepläre von den Geier, wo es da abgeht? So, wir müssen in die freie Mine. Dort den Freund von Urshak zu finden. So, die freie Mine war im neuen Lager. Und wir brauchen ja nicht mehr Laufer. Inzwischen sind wir ja Magier. Im ersten Kreis. Und deswegen zaubern wir uns von Ort zu Ort. Aber Schutz für dich, das muss ja nicht jeder gleich wissen. Lass uns lieber über was anderes reden. Mhm. Also ich glaube kaum. Ich bin gar nichts dazu. In seiner Haut. Also ich muss mal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. So, jetzt hauen wir uns erstmal aufs Ohr. So, und jetzt starten wir Richtung freie Mine. Dank der Schnelligkeit, weil sonst laufen wir da wieder Ewigkeit durch die Gegend. Solange. Aha. Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt.
Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als Wassermagier mit sehr viel Kampferfahrung wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Naja, immerhin gemeinsam. Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Das wollt man hören. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Na toll, hol dich nicht früher, so ein Kinder. Tja, laufen wir wieder zurück. Nicht noch mal. Vielleicht hat er ja irgendein Werbegeschenk für uns. Aber behalt's für man dich, muss man muss ja nicht gleich wieder erzählen. So, Wolf, wo war der? Ich glaube, der war da drüben irgendwo. Aber behalt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. Das war ab. Aber behalt's für dich, weil Blade? Früher.